Vor einiger Zeit haben wir Ihnen hier bei Immer wieder Sonntags einen Opa präsentiert, der mit seinem Enkel Musik gemacht hat. Und es hat Ihnen, werte Zuschauer zu Hause, allen sehr, sehr gut gefallen. Es ist ja auch was Schönes, wenn man in der Familie Musik macht. Herzlich willkommen, ja. Überhaupt noch, wenn der Opa mit seinem Enkel, also quasi wenn ein halbes oder ein ganzes Menschenleben dazwischen liegt, dann ist es noch umso schöner. Wir haben uns auf die Suche gemacht und wir waren fündig, wenn der Opa mit dem Enkel musiziert. Also wir freuen uns heute wieder auf einen Opa. Herzlich willkommen der Toni und der Enkel Luca. Herzlich willkommen bei Immer wieder Sonntags. Danke. Haben wir die Ehre. Toni, grüß dich. Servus. Luca, einen wunderschönen guten Morgen. Ihr kommt genau woher, Toni? Aus Oberösterreich, aus dem schönen Kremstal, aus Wartberg an der Krems. Das ist 40 Kilometer südlich von Linz. Siehste, da haben wir aber jetzt wieder was dazu erklärt. So, da haben wir den Luca. Der Luca, wie jung bist du denn? Ich bin 11 Jahre alt. Und der Opa ist? 69. Junge 69. Aha. Also liegen zwischen euch nach Adam Riese 58 Jahre. Ja, dürft stimmen. Wie kommt man denn dazu? Logischerweise, es liegt ja auf der Hand, dass man dann, wenn man einen musikalischen Enkel hat, aber wie kam es denn dazu, dass ihr miteinander Musik macht? Hättest du ja auch mit deinem Sohn machen können, sage ich jetzt mal. Der Luca hat immer schon als Kleiner mit mir gerne musiziert. Er ist bei mir am Schoß gesessen, beim Klavier, beim Keyboard, mit der Gitarre, hat getanzt, mitgesungen. Und das hat sich so ergeben, mit 6 Jahren wollte dann unbedingt die steirische Harmonika lernen. Ja. Und so ist das Ganze einfach entstanden, wunderbar, entwickelt. Gibt's was Schöneres, wenn der Opa mit dem Enkel? Luca, du bist schon stolz auf den Opa, oder? Ja. Ja, sehr. Und auch umgekehrt? Natürlich, eine sehr. Sehr, sehr musikalische. Er ist ja auch der bessere Musiker. Ach so, siehste? Kannst du schon wieder was drauf geben hier? Darfst du schon streicheln auf der Schulter? Also, was hören wir denn heute? Ich glaube, Toni, das hast du komponiert. Und zwar einen fetzigen Bayerischen, den hat mein Opa für mich geschrieben. Der heißt, ich spiel so gern Harmonika, was auch stimmt. Sauber! Der Luca und der Toni. Mit dem Enkel, der Opa Toni, mit dem Enkel, der Luca. Vielen Dank. Da wurde alles gesagt. Ist das nicht was Schönes, wenn in der Familie Musik gemacht wird? Danke, danke, danke für euren Besuch. Liebe Grüße an dieser Stelle nach Oberösterreich. Das ist nochmal euer Applaus für Toni und Luca. Vielen Dank. Mein nächster Gast. Danke. Die steht schon viele, viele Jahre auf der Bühne und sie schaut optimistisch in die Zukunft. Denn sie sagt, die nächsten 30 Jahre, das sind sowieso die besten. Da hat sie völlig recht. Herzlich willkommen noch einmal für Sie, Stefanie Hertle.